Und damit herzlich willkommen zurück bei Granny Chapter 2. Ich habe mir was überlegt. Kann man Granny in der einen Falle unten einsperren, also der eisernen Jungfrau? Das probieren wir heute aus. Und bitte nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, klickt unten auf Abonnieren, Daumen hoch, wäre richtig geil. So, also nur Granny. Mach mal easy. Dich wegen der Stimme wundern. Ist noch ein bisschen angeschlagen wegen der Erkältung. Aber ich dachte, das eine Video kriege ich jetzt schon hin. Und alles an Tag 1. Ja, nicht so kraftvoll, wie ich es eigentlich sagen will. Aber, naja. Für das Video passt es jetzt schon. Ich meine, ich habe noch ein paar Videos vor Ort, keine Sorge. Aber ich schaue, dass ich die Tage wahrscheinlich auch noch ein bisschen was hinkriege. Also, wir brauchen die Stungun wieder. Ich meine, Shotgun würde auch gehen, aber... Dann dauert es halt immer 2,5 Minuten, weißt du? Wo? Also wenn hier Granny runterkommt, das ist blöd. Aber die ist wahrscheinlich wieder oben. Und ich glaube, oben ist auch die Stungun. Hab ich so das Feeling? Wo ist Granny? Granny! Nur mal kurz zur Sicherheit, dass ich einen Raum habe zum Flüchten. Da ist sie. Hab mich nicht mal gesehen. Sehr schön. Nauf. Kein Bild umhauen. Hier ist nix. Ich glaube, die kommt jetzt hoch. Sollte mich beeilen. Lol, da drinnen war sie Arsche. Da, okay, da ist ein Weapon Key. Also wenn alle Stricke reißen, könnten wir zumindest uns den Weapon Key holen und halt die Shotgun, wenn alle Stricke reißen. Gimme. Nö. Ja, toll! Das klappt nicht. LOL! Und nur? Wie hat die mich nicht gesehen? Oh, mega lull, hey. So, das muss jetzt schnell gehen. Und da. Das muss schnell gehen! So, sehr schön. Pass auf, ich brauche das jetzt gerade nur, um sie zu betäuben, sozusagen. Ja. Shit! So, ich brauche gerade kurz die 2,5 Minuten. Die brauche ich gerade einfach, weil... Ja, spiel rum. Ich möchte es gern mit der Stungun machen. Ich habe halt keine Ahnung, wo die Stungun ist. Was ich ja vermute, dass sie wieder in irgendeiner Kiste ist. Das vermute ich gerade. Das heißt wiederum... Handwheel. Nee, das heißt nicht. Ich muss Dingerich finden. Die Brechstange. Die muss ich finden. Okay, da haben wir schon mal Security Key. Das ist gut. Ach lol. Da ist der Safe Key. Ach lol, das Brech. Ja, jetzt weiß ich schon wieder wo. Unten wird's sein. Aber nur aus reinem Interesse. Sparkplug. Gar nicht. Ach lol, hier habe ich noch gar nicht geschaut. Nee. Man weiß, wo das Brecheisen ist. Beim Haustier. Ist hier unten. Yep, dachte mal schon. Brecheisen. Und ich vermute, hier ist die Stungun. Ja. So, droppen mal das kurz. Ich brauche schnell eine Vase. Ich hoffe, die ist noch nicht wach. Da sieht gut aus. Weil vielleicht habe ich Glück, weiß ich, dass ich die Vase da reinschmeiß und mich so hier verstecke. Dann die Stungun nehmen und schießen. Kommt das oder wann jetzt Granny mal aufwacht wieder. Ist ja schade, dass es noch kein Mod-Menü oder so gibt. Dann könnte ich Granny einstellen, dass sie mich nicht angreifen kann. Und es wäre viel einfacher. Ich guck mal. Ja, sie ist wach. Ich glaube, die hat das gar nicht gekehrt. Andererseits, ich könnte natürlich auch einfach reingehen. Bis zur Falle. Sie dann tasern. Und sie vielleicht irgendwie reinschieben. Dann den Hebel umlegen. Das würde gehen. Ja, ich glaube, anders geht es gerade gar nicht. Genau, jetzt kommt sie her, weißt. Ja, jetzt kommt sie her. Hi, Granny. Hallo? Da. So, rein! Rein! Oh, okay, das wäre ja schon fast soweit. So, warte mal, ich versuche das jetzt mal. Alter! Okay, es hat irgendwo schon geklappt.
Aber nicht so, wie ich es mir jetzt gern vorstelle. Aber es hat geklappt. Irgendwie. Also, Einspender nicht, aber ja, ich hab den Kopf von dir zumindest mal drin gehabt. Ja, schon mal etwas. Das probieren wir dann gleich nochmal aus. Pass auf, ich würde es halt gern für klüger machen. Das heißt. Ja, ich will es hier fallen lassen. Perfekt. Die Vase wieder mitnehmen. Weil ich würde es gerne reinschmeißen wollen, damit sie da rein marschiert. Ich nehme das andere, weil dann müsste ich sie original reinkriegen. Das ist halt gerade so der Plan, den ich habe. Mein Masterplan. Und keine Sorge, es kommen schon noch Granny-Videos. Also ich habe schon noch ein paar Ideen. Nur schauen, dass sie dann wieder wach wird, weil darum wollte ich auch die Sandern hernehmen. Weil dauert es nur 2 Minuten. Die halbe Minute, das macht echt einen Unterschied. Ich bleib mal kurz lieber hier unten. Also ich denke mal schon, dass ich mich so verstecken kann. Weißt, dass ich ungefähr so, dass ich so bleibe, weil dann sehe ich sie, wie sie reingeht. Dann nehme ich die Stungun, gehe so hin, schieß von hier aus und dann schaue ich, dass ich sie so reinbuxiere. Und dann mache ich nochmal zu. Also es sollte so klappen, wie ich es im Kopf habe. Ich glaube, ich habe es sogar schon gehört. Kommst du runter? Shoot! Also es hat jetzt nicht so geklappt, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe. Nein! Ach, Granny, stell dich halt dazu an! Nee, es hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorstelle. Nee, die muss viel näher dran sein. Viel näher. Nee, das hat schon mal nicht geklappt. Aber der Ansatz ist gut. Der Ansatz ist sehr gut. Einmal probiert es dann nochmal. Beim ersten Mal hat es eigentlich schon ziemlich gut geklappt mit ihrem Kopf. Von dem her. Ja, da warten wir einfach nochmal kurz. Bis sie wieder wach ist. Wenn es dann nicht klappt, dann lasse ich es erstmal. Ich glaube, die müsste jetzt auch wieder aktiv sein. Hoffe ich es mal. Ich höre halt gar nichts, weißt. Außer meine eigenen Schritte halt. Und zack. Gleich. Granny. Toll. Das hat die gar nicht gekehrt. Dann halt so. Jetzt ist es, glaube ich, da. Ja. Oder auch nicht. Keine Ahnung, wo die schon wieder ist. Es dauert immer eine Weile, bis du sie hier runter triggerst. Ich denke mal, bei Grandpa wird es noch anstrengender werden. Herzer. Zack. So, und jetzt kommt Granny. Auf geht's. Weil du fallst immer blöd um, weißt? Naja. Nee, die fliegt mir immer. Na? Na? Na, ich glaube, das ist das Beste. Ja, das ist. Ja, sie ist so halbwegs drin. Ja, also, man kriegt's ja schon so in die Falle rein. Aber ich glaube, das ist das Beste, was man hinkriegt. Ja. Ja, ich kann nicht failen, wenn ich dagegen gehe. Dann sieht es zwar nicht so gesund aus, aber dann lasse ich es erstmal gut sein. Jetzt haben wir es mal versucht. Also, einsperren geht nicht. Du kannst sie zumindest da rein befördern, wenn sie schon gestunt hast oder so, und dann ein paar Mal auf und zu machen. Wenn es mal ein Mod-Menü gibt, oder zumindest das Granny nicht angreift, dann probiere ich das mal nochmal. Ja, dann sei mal, ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.